Hexe und heute spielen wir Skywars. Wer Skywars nicht kennt, trinkt den Kopf. Nein, Skywars ist ein Das war eine gute Erklärung. Jetzt seht ihr, wie der Pro das nicht macht. Hier sehen wir auf jeden Fall mal eine Truhe. Der PvP-Boot ist drin und noch vieles mehr. Unser Outfit steht. Greifen wir nun zu einer leckeren Pizza und ein bisschen Spinnenleben. Meine Legs sind ja tödlich heute. Wir sind jetzt bei den Gegnern angekommen. Geht's jetzt weiter? Das war auf dem Punkt geschafft. Dann öffnen wir nun eine Truhe der Truhen und suchen uns einen Transporter raus. Und mit dem freshen Outfit war es das dann auch schon. Oh nein! Läuft! TNT darf nicht fehlen. Nun steigen wir herab in den Untergrund. Wir spekulieren die Gegner aus. Oh Scheiße. Double Stress? War der bessere Equipment als ich glaube? Hat er nicht. Ich denke, er war unbesiegbar wegen seinem Diamant. Das ist er nicht. Denkst du, ich sehe dich nicht? Scheiße! Ah! Mann, Alter. Dass da der Dritte kommt, war... Sachen. Dann würde ich sagen, das war's an der Stelle jetzt auch schon. Lol. Wenn ich mich nach rechts oder links bewege. Ja moin, das wusste ich gar nicht. So Leute, da sind wir in einer Runde. Hab jetzt den Anfang etwas gekürzt, weil etwas dazwischen kam. Ist ja gerade... Der Weg zu mir runtergefahren ist. Jetzt hätte ich jetzt sagen können, dass wir kaufen. Hier fallen aber ganz schön viele Kanidoren runter. Aber wenn der da runtergefallen ist, vielleicht ist dann ja noch was am brauchbaren Mut, wenn die Säule der Welt ist. Ich glaube, der Typ da will halt so nehmen, ne? Auch eine Enderperle, das bedeutet, mein außerordentlich genialer Plan lautet wie folgt. Wir bauen uns mit einer Enderperle des MLGs zu ihm rüber. Moment, aber welches Thema nehmen wir? Gegner mich.
glaube, ich sollte einfach mal gucken, wie sich die Lage entwickelt. Er baut sich zu ihm hier. Richtig schön ansteigen. Und in Anbetracht, lol. Der da hinten, glaub ich, noch ein bisschen. Das ist das Leben müssen wir dann an der Stelle mal. Dadurch, dass ich noch keine Blöcke habe, versuchen, in den Kopf abzuspringen, das ganz klar. Und nice, wir haben Blöcke. Ich glaube, dass wir dann uns auch gleich wieder hoch. Es sind noch 4 Spieler am Leben. Ich habe jetzt halt auch nicht das geilste Equipment, muss man da mal so dazu sagen. Jetzt lebenstechnisch halt nicht mehr ganz so gut. Er glaubt, dass ich jetzt da runterlaufe, um mir seine Waffen einzunehmen. Aber nichts da. Oh. Hat er einen Sprung. Das war an der Stelle eine schöne Runde. Leute, ich würde an der Stelle auch sagen, das war's mit dem heutigen Part. Eigentlich wollte ich eine schöne Runde noch aufnehmen, aber ja gut. War dann nicht so ganz machbar bei meinem Skywars-Skill. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und